Hi, ich bin's wieder, eure Hanna. Und ja, ich bin gerade aufgewacht, so gefühlt vor 5 oder 3 Minuten. Und ja, heute kommt eine Morgenroutine. Ja, und es ist gerade 7:30 und da hinten liegen meine Klamotten. Zeige ich euch kurz. Ja, da hinten. Ich lege mir die halt immer schon abends bereit. Ja, dann ziehe ich mich jetzt an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also beachtet nicht meine Frisur. Auf jeden Fall, das ist jetzt mein Outfit. Ja, und Socken. Da liegt noch mein Schlafanzug. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ich muss euch jetzt was zeigen. Und zwar wird es heute. Okay, jetzt gerade ist es noch nicht so krass wie nicht, aber es soll heute so einen richtig krassen Sturm geben. Ja, okay, das sieht. Warum ist das auf der Kamera nicht so krass wie im echten Leben? Egal, ja, auf jeden Fall soll es heute so einen richtig krassen Sturm geben. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum bist du um 7:30 Uhr aufgestanden, wenn du um 8 Uhr Schule hast. Ja, also das liegt daran, dass wegen Corona kommen ja manche Lehrer nicht in unsere Schule, also können sie nicht kommen, weil wir zur Risikogruppe gehören. Deswegen fällt Unterricht aus und deswegen habe ich jetzt mittwochs um 10. Und deswegen stehe ich halt so auf. Ja, auf jeden Fall hatte ich jetzt noch Zeit genug, um mein Bett zu machen. Das zeige ich euch jetzt mal nur kurz. So, also, wie es halt immer aussieht, schön gemacht. So, also ich putze mir jetzt die Zähne. Ja, geht doch. Oh, ich muss in den Spiegelschrank. Ja, das ist meine Frisur. So, also ignoriert einfach das Geräusch im Hintergrund. Das ist unser Wischroboter, da wir haben halt Staubsaugerroboter und Wischroboter, da wir halt einen Hund haben, dann müssen wir halt jeden Tag saugen und wischen. Ja, warte, ich mach den mal kurz aus. Ja, auf jeden Fall, wenn man mal rauskommt, sieht man langsam, dass der Sturm heftiger wird, denn um 9 Uhr soll es ja anfangen. Ist heute Abend. Krass, ich freue mich schon. Vielleicht kriegen wir Sturm frei. Also in der Schule, nicht zu Hause. Also das ist nochmal meine Frisur. Ja, also ich habe halt diese Frisur, weil es soll ja heute so krass windig werden und dann stört es halt nicht so. Also dann stört das hier gar nicht. Und so Zöpfe, so Pferdeschwanz oder offene Haare, das fliegt dann die ganze Zeit hier so durch die Gegend, verheddert sich alles und das ist einfach, nee, nicht so toll. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt noch meine Tasche zu Ende packen. Also Schulsachen und so habe ich gestern schon eingepackt, aber sowas wie Essen, Trinken, Handy, Kopfhörer habe ich noch nicht eingepackt. Ja, weil ich
dass halt Kopfhörer und Handy über Nacht immer laden. Und Essen und Trinken mache ich halt generell erst am Morgen. Ja, also ich sage jetzt erstmal, was ich zu essen habe. Also ich habe Gurken, Äpfel, Schokokekse und so Sesamstangen. Ich esse halt nicht so gerne Brot in der Schule und deswegen habe ich halt diese Kekse und Sesamflammen und so. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so gerne zum Frühstück, also in der Schule esst. Und ja, also ich, wenn ich frühstücke generell nicht vor der Schule zu Hause, denn ich mag es halt einfach nicht zu frühstücken. Wenn ich halt gerade aufgestanden bin, dann muss ich mir, also dann putze ich mir halt auch noch die Zähne. Und das ist dann einfach nicht so lecker. Und dann wird es mit der Zeit auch ein bisschen knapp und vorher aufstehen habe ich keine Lust. Ich will so lange schlafen, wie ich kann. Ja, das packe ich erstmal ein jetzt hier. Wow! Ich freue mich, ich habe heute ITGB. Ich liebe ITGB, weil wir halt einfach den coolsten Lehrer unserer Schule haben. Das war der Bischof. Und bemerkt, dass man mich gar nicht mehr wirklich sieht. Deswegen, ja, also ich schummel halt gerne, da wir in der Schule nichts Süßes trinken dürfen. Also deswegen, also im Unterricht. Und ja, ich trinke halt gerne mal zwischendurch lieber was Süßes als nur Wasser. Weil es ist für mich halt einfach langweilig. Deswegen schummel ich immer ein bisschen und fülle mir einfach diverse Flaschen ab mit Sprite. Ja. Ja, auf jeden Fall, ups, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich heute einen Test schreibe in Latein. Und deswegen werde ich jetzt nochmal die Vokabel mir angucken. Und ja. Ups. Ja, also bei dem einen Hausaufgabenvideo, das ich hier gemacht habe, da habe ich euch ja nur so ein kleines Kästchen hier vorgelesen. Aber jetzt sind es halt vier Kästchen und halt die ganze Seite, die wir halt die Zeit über selbst gemacht haben. Und ja, deswegen werde ich euch die jetzt nochmal alle vorlesen. Also dann haben wir einmal Sol, das ist die Sonne. Dann haben wir Adele, das heißt brennen. Dann haben wir Silentium, das heißt die Ruhe. Esse heißt sein, Villa heißt das Landhaus, Yakira heißt liegen, Etiam auch sogar, Kermes heißt der Hund, Takere heißt schweigen, Asinus heißt der Esel, Nuniam heißt nicht mehr, Klamare heißt schreien. Irgendwie kann ich mir Klamare irgendwie richtig gut merken, keine Ahnung warum. Dann haben wir Stare, das heißt stehen, dann haben wir Ed, das heißt und auch, dann haben wir Expectare, das heißt warten, Ubi heißt wo, Kur heißt wo, warum. Amica heißt die Freundin. Non nicht, Venire kommen. Cessare zögern, Placere gefallen. Subito plötzlich. Quisquid heißt wer was. Ecke schau schaut. Also ich kann eigentlich so gut wie alle, nur bei manchen habe ich halt noch ein bisschen Schwierigkeiten. Zum Beispiel bei Cessare, ich kann mir einfach nicht merken, dass es zögern heißt. Also nicht so gut merken, deswegen aber... Ja, ich glaube, das wird ein guter Test. Ja, wenn ich den Test dann zurückbekommen habe, dann zeige ich euch natürlich, ob mir mein erster Lateintest aufgefallen ist. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ich ihn heute nicht schreibe, weil wir vielleicht halt auch Schulschluss früher kriegen, wegen halt dem Sturm. Vor allem habe ich ja bis 16.05 Uhr Schule und ich habe in den letzten beiden Stunden, also um 14 Uhr, irgendetwas bis 16.05 Uhr und ja, deswegen kann es sein, dass ich den Test vielleicht nicht schreibe. Das ist doof. Ja,
Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass es eine gute Note wird. Übrigens, als ich euch die vorgelesen habe, habe ich so gut wie gar nicht hier geguckt. Also das sind auch noch sehr leichte Vokabeln. Ja. So, okay. Ja, das ist da. Das ist der Hund. So, okay, also ich werde jetzt mal eine Jacke anziehen, da es ja heute sehr kalt sein wird. Und ja, ich nehme halt diese große Jacke, da das die einzige Jacke ist, die über meinen Pulli passt. Ja, ich muss mich kurz hinstellen. Man sieht meinen Kopf nicht mehr, kann das sein? Ich muss lachen, darunter bin ich von dem Wind erschrocken. What the? Oh mein Gott! Also jetzt fängt der Sturm an. Unsere Sachen fliegen weg. Vielleicht holen wir die gleich. Ich glaube, wir holen die gleich lieber rein, weil da sind auch zerbrechliche Sachen überall. Und nicht, dass da noch irgendetwas kaputt geht oder die Flamme vom Grill wegfliegt oder so. Ja. So, okay, ich habe meine Jacke jetzt halb an, jetzt ziehe ich die ganz an. Ich finde es lustig, wie der Hund das gar nicht juckt, dass auf einmal alles umgekippt ist. Tada! Also, das hier ist mein Outfit of the day. Natürlich kann ich auf Englisch richtig sprechen, das war jetzt mit Absicht. Ja, auf jeden Fall, ich liebe diese Jacke. Und denkt jetzt nicht, dass es irgendwie XXL oder 50.000 mal XL, den Filmstar. Ja, es ist XS. Die Jacke trägt man so und ich liebe diese Jacke. Ja. Ich mein Tisch und mein Stuhl ist einfach umgekippt. Mein Band. Ja, okay, zum Glück steht es da. Das muss ich gleich auch noch reinholen. Ich will nicht, dass es wegfliegt. Das ist mir wichtig. Ja, du heilige Scheiße. Ja, hier. Also man sieht es irgendwie auf der Kamera nicht so krass, aber es ist schon sehr windig. Okay, also ich bin jetzt fertig. Ich habe meine Jacke an, meine Hose, mein Oberteil natürlich auch an. Dann habe ich meine Schuhe an. So, okay. Das ist eine Sandale. Okay, Schuhe ist da. Und ja, wir gehen jetzt in die Schule. Also, ich gehe jetzt natürlich in die Schule. Und ja, wenn euch das Video dann gefallen hat, dann zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!